Hallo, hier ist Nockix6 und ich spiele heute mit euch die Custom Map Search von Tricky Thunderstorm. Ich hoffe, ich finde sie jetzt auf Anhieb. Da ist sie. Okay, ihr habt jetzt auch meine anderen tollen Welten da gesehen. Vielleicht auch, dass ich die von Rolf David und von Kirscher. Ach, nice. Ich glaube, so ist es nicht geplant. Ich. Mich. Achso, dann hatte er auch noch Damage on. Respawn. Ah, okay. Das scheint der Spawn zu sein. Finde 9 Diamanten, um hier rauszukommen. Regeln. Nichts zerstören. Standard. Keine Wolle benutzen. Ah, Musik. Es wird gesagt, wenn man was zerstören darf. Ebenso Schwierigkeits. Tricky Thunderstorm. Dankeschön. Es klingt alles so, als wäre die nur für uns gemacht. Too many Items mache ich mal weg. Ich hab vorhin mal reingelugt. Da stand das Wasser reinkippen zum Stoppen der Musik. Ah, okay. Oh, Fly sollte ich vielleicht mal ausmachen. Peaceful habe ich momentan. Ich hoffe mal, das ist richtig, jetzt nervt mich aber das Wasser. Also ich werde kurz cheaten, lieber Tricky Thunderstorm. Aber einfach nur. Ich hoffe, jetzt habe ich gerade nichts an der Tonspur geändert bei Audacity. Einfach nur, damit es. So. Die User komfortabler haben. Oder ich stelle einfach den Minecraft-Sound ein bisschen runter. So. Geht's denn hier raus? Es gibt draußen was Cooles zu sehen. Bitte nur Diamantblock. Ah, da muss ich wahrscheinlich die 9 Diamanten für finden. Dann fange ich mal einfach hier an. Der Raum ist tricky. Stelle auf Peaceful, Lava-Minenschärfer, Lava... Ist das ein neuer Trick? Egal, keine Ahnung, wie ich es gerade hingekriegt habe, alle 12 Angeln auf einmal zu bekommen. Bei Angeln gibt es noch den Bug, dass sie sich stacken lassen, deshalb mache ich mal eben so. Oh, ich ahne meine Sand-TNT-Fallfalle. Meint er denn mit Minenschärfer? Ja, okay. Ach so, kann ich ja einfach schon mal drunter looten. Ach, die sind ja aus Holz. Es ist wahrscheinlich effektiver, dass ich die Angeln draufschmeiße. Oh, okay, da beim letzten muss ich springen. Nicht, dass ich da jetzt fehle. Hui. Wow. Glaub, da bin. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da bin ich nicht befugt runterzugehen und bang, springe ich rein. Ich hoffe mal, das zählt jetzt nicht als Fail, wenn ich hier reinspringe. Ich weiß es nicht. Hier unten liegen auch so viele Blöcke. Ich weiß nicht, ihr seht wahrscheinlich gerade überhaupt nichts. Das ist jetzt anscheinend so ein kleiner Behind-the-Scenes oder... Also was... Ach, egal. Was ich vorhin sagen wollte, ist, dass es den Anschein hat, ich bin mir nicht sicher, dass dieser... Yay, Diamond! Dass dieser Tricky Thunderstorm diese Custom-Map nur für uns gemacht hat. Falls ihr auch mal sowas habt, also dass ihr eine Custom-Map gemacht habt und vielleicht irgendwelche Tester braucht... könnt ihr uns die Map einfach schicken. Wir werden sie spielen, so gut wie möglich lösen. Natürlich komplett ohne Cheaten. Diamanten für den Fall, dass ihr sie... Hey, ich hab sie alle. Nein, ich
Könnt ihr sie uns schicken? Die stecke ich jetzt mal, weil das nervt. So. Könnt ihr sie uns natürlich schicken? Ich platziere mal hier eben was. Und wir werden sie spielen. Und wir freuen uns auch, falls ihr uns einfach mal sowas schickt, eine Map oder was ihr auch immer gebaut habt. Room 2. Tür die auf und sieht cool aus. Ja, Meep. Da muss man springen, wann. Da muss ich springen, wenn die Tür zu ist, aber durch Shrevs und Outer City leckt das natürlich gerade so ein bisschen. Bisschen. Mip. Und geschafft. Hier sieht es aus, als würde es hochgehen. In der Beschreibung von der Map stand noch, also die er mir geschickt hat, stand noch, Schalter am Ende nicht drücken. Ich weiß zwar noch nicht, was damit jetzt gemeint ist, aber ich werde den Schalter, der am Ende anscheinend ist, mal einfach nicht drücken. Unten angekommen. Und der nächste. Yay, Diamant 2. Langweilig. Also das Treppeklettern. Also bis jetzt, ich find's gut, dass du vor jeden Raum schreibst, dass er, ob er einfach ist oder tricky oder was auch immer. Ich finde nur, das waren jetzt bis jetzt zwei eigentlich ziemlich leichte Räume. Ich hoffe mal, die anderen 7, also man braucht ja anscheinend 7 für diesen Diamantblock, sind anspruchsvoller. Da komme ich raus. Achso, ich mache mal eben wieder eine Pressure Plate hin oder so, dass ich weiß, dass ich da war. Was ist das? Der Raum ist schwer. Leiterrätsel. Okay, das fängt ja schon mal gut an. Ihr seht schon. Ich hab's geschafft. Ich weiß, das sind Epic Sounds, die ihr sogar noch dazu bekommt. So. Und jetzt muss ich auf die. Ich schlage mich ja ganz gut. Oh oh, Never Portal. Also ich sehe es nicht, ich höre es. Aber jetzt. Ja, ist es. Das ist ja mal nice. Torches. Stand da irgendwie, dass ich auf was stellen muss? Ich, Idiot, hab's ja wieder nicht gelesen. Oh Gott, unten stand, glaube ich, auf Normal. Ich stelle einfach Monster an. Komm, scheiß drauf. Wenn wir sterben, ist doch auch egal. Doch alles keinen Sinn. Porkchop, Omnomnom, Stelle auf Normal. Oh, okay, hier steht's. Folge dem Sand, dann findest du den Diamant. Ich höre kranke Geräusche, es können nur Gäste sein. Oder Zombie-Pigmen. Ist mir eigentlich auch egal. Wow, fuck. Ist das laut? Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, aber der Ton war bei mir gerade richtig laut. Steht da? Leiter, Leiter, Leiter. Gerne doch.
Ich glaube, da hätte ich sogar ein Leiterstück sparen können. Wow. Du hättest vielleicht, wenn du schon mit Singleplayer Comments an der Map arbeitest, Remove Drop oder so machen können, dass all die gedroppten Items, die hier sind, so wie der Sand da gerade, alle verschwinden. Wow, good grief. Das war ja mal ein sauberer Kill. Und wieder zurück. Ich mag die Never nicht.